Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, zu dieser neuen Android TV Box. Ich habe mal wieder nach einer neuen Android TV Box gesucht, die ich vorstellen kann. Bin da auf die Firma FDE Maximal gestoßen, zum Glück, weil ich schon lange sowas gesucht habe. Die haben mir netterweise die Box zur Verfügung gestellt, leihweise für das Video, dass ich euch die vorstellen kann. Vielen Dank dafür an die Firma FDE Maximal nochmal von meiner Seite. Ohne euch könnte ich die Box jetzt hier nicht so vorstellen. Auf jeden Fall habe ich eine Box gesucht, die eine spezielle Eigenschaft hat. Wir werden gleich sehen, wenn wir uns den Lieferumfang angucken, ist erstmal nicht zu ersehen auf der Box, was für mich aber ein großes Feature ist. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze denn in der Praxis bewährt, was den Funktionsumfang angeht und der App. Wir reden hier von der Android TV Box, aber ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir gucken mal rein, was da alles vom Lieferumfang ist, und eine Sache, ja, hat mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht und war Grund dafür, dass ich euch unbedingt diese Box vorstellen wollte. Fangen wir mal mit den Anschlüssen an. Wir haben hier hinten einmal für einen AC, für einen Poweradapter einen Anschluss, haben Ethernet. WLAN ist natürlich auch mit an Bord. 2,4 GHz oder 5 GHz können hier natürlich genutzt werden. Alles neueste Standards, die ihr nehmen könnt. Habt einen HDMI-Port, habt einen AV-Anschluss, einen digitalen und USB-C-Anschluss. Denn USB 3.0, USB 2.0 und eine MicroSD. Also rein von der Konnektivität gibt es hier nichts zu meckern, ist alles vorhanden. Was ich auch sehr gut finde, ist den USB-C-Anschluss hier und ansonsten ja zwei USB-Ports. Ein USB 3.0 muss sein und eine MicroSD finde ich auch immer gut. Gerade wenn man nicht Wechselmedien hat wie ein USB-Stick oder eine Festplatte. Ich weiß nicht, ob ihr sie dran lasst, aber bei einer MicroSD, die packt man dann doch schon mal rein und lässt sie drinnen. So viel zur Box. Sieht auch vom Design her echt schick aus. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier die Fernbedienung. Ihr seht auch schon wieder, die Box ist Google zertifiziert, was immer ein großer Pluspunkt ist, wo ich allen nur zu raten kann. Nichts ist schlimmer als eine Box, die nicht Google zertifiziert ist und somit nicht den Zugriff auf eure Apps, die ihr braucht, gewährleistet und das Ganze dann nur über Umwege wieder geht und nicht offiziell über den Play Store. Darum guckt immer, wenn ihr euch eine Box holt, dass die Google zertifiziert ist, ist meine Meinung. Ihr habt hier einen Netflix-Knopf, Schnellzugriff YouTube, dann Google Play, Prime Video und ansonsten Volume, Channel, eine Home-Taste, Hey Google, was ich auf jeden Fall sehr feier, das Gimmick, erspart euch eine Menge Arbeit manchmal oder ihr fragt einfach eure Box, was für Filme gerade laufen, ob jetzt ein Actionfilm, Komödie oder was auch immer, oder könnt auch euer Smart Home darüber steuern, sofern es denn mit Google kompatibel ist und der Google Home App. Ansonsten ja, haben wir jetzt hier nochmal Box an und aus, TV. Und hier haben wir denn das, worum es die ganze Zeit geht. Und hier ist ein USB-C-Anschluss und hier ist ein Anschluss, um euer SAT-Kabel anzuschließen und damit zu sagen, ihr könnt Satellitenfernsehen auf einer Android-TV-Box, die auch noch Google-zertifiziert ist, gucken. Ist mir so auch noch nicht in die Finger gekommen, im Zusammenspiel reine Android-TV-Box und die Möglichkeit, DVB-S2 zu schauen, zu empfangen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze läuft. Dann habt ihr ein HDMI-Kabel natürlich, Poweradapter und das war's. Dann gucken wir uns die Box mal in Betrieb an. Ich habe mir die wirklich auch selber noch nicht angeguckt, auch wenn ich schon die ganze Zeit unbedingt diese Box euch vorstellen möchte, auch aus Eigeninteresse, wie das Ganze läuft, mir das anzuschauen. Aber jetzt ist es endlich soweit und wir gehen mal ins Menü. So, wir befinden uns nun in der Einrichtung der Box. Das Ganze muss wieder connected werden, die Fernbedienung mit der Box. Das Ganze passiert hier wie bei den meisten Boxen eigentlich durch zwei Tasten und dann wird die Fernbedienung connected. Da haben wir auch schon Remote Connection Success ist verbunden. Auch hier Google-typische Menü wieder, wo ihr eure Sprache auswählt, dann die Box einrichtet. So, das machen wir auch wieder über das Google-Konto, auf jeden Fall über die Schnelleinrichtung. Da haben wir es wieder, wie gesagt, wenn eine Google-Zertifizierung vorliegt und wenn vollwertiges Android-TV auf der Box ist, macht die Einrichtung einfach einfacher, die ganze Handhabung und natürlich auch die Kompatibilität einfach. Ne? Ich mache das jetzt hier mal fertig. Die Einrichtung ist jetzt fertig, ging auch alles flott und einfach. Die Box kann wirklich alles, wie die meisten Boxen, die in dieser Liga spielen, ihr könnt die ganzen Streaming-Apps nutzen, wie gesagt, ihr könnt die ZDF-Mediathek nehmen, ihr könnt ARD nehmen, ihr könnt die Waipu-TV-App installieren, wenn ihr doch über das Internet TV empfangen wollt, ihr könnt so und alle Apps, die es gibt, könnt ihr hier nutzen. Habe ich jetzt erstmal nichts gefunden, was mir jetzt auffiel, was nicht verfügbar wäre. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier wieder kleine Spiele zu installieren, habt natürlich auch dann die Möglichkeit, das Ganze über einen Controller zu machen. Ihr könnt auch andere
Geräte oder Gerätschaften, sagen wir mal so, verbinden, einfach über Bluetooth, weiß ich, ein Controller, Kopfhörer oder wie auch immer. Das Ganze funktioniert auch problemlos. Da gibt es nichts zu meckern. Wichtig ist auch, dass die Updates zugesichert sind von FTE maximal, dass ihr hier keine Probleme habt und irgendwie hängen bleibt auf irgendeiner Version, da ihr direkt die Updates über einen Google Server erhaltet. Und ich bin hier mal durchgegangen und das Ganze läuft wirklich ohne Ruckeln oder irgendwas, dank 3 GB RAM DDR3, die hier verbaut sind. Der Prozessor tut auch seine Leistung. Hier kommt es also nicht irgendwie zu Ruckeleien oder so. Genauso gut habt ihr auch einen Chromecast mit drin, dass ihr wieder sagen könnt, ihr spiegelt euer Handybildschirm oder habt irgendeine App auf oder irgendeine Video-App, wo ihr oben immer dieses Symbol habt, was ihr hier auch seht, dass ihr das Ganze auf euren Fernsehen werfen könnt, Beamer oder wo auch immer eure Box angeschlossen ist von FTE maximal. Ansonsten habt ihr auch 8 GB Speicher intern. Wie gesagt, achtet immer drauf, wenn ihr das hier seht. Android braucht auch seinen Platz, wie jedes andere Betriebssystem auch. Und ihr habt ja genug Möglichkeiten über die USB-Ports, den MicroSD-Slot, den Speicher zu erweitern. Ansonsten, was mir auch sehr gut gefällt, sind, wenn immer so kleine Schnellzugriffe auf der Fernbedienung sind. Ich hatte es ja gezeigt, wo wir das Ganze uns angeguckt haben, was im Lieferumfang ist. Ihr habt hier einen Einstellungsknopf, dass ihr schnell in die Einstellung kommt. Ihr habt den Hey Google-Assistenten, dass ihr mit dem quasi sprechen könnt, euch helfen lassen könnt oder durchsuchen könnt oder. Die Möglichkeiten sind hier wirklich unendlich, ja, sage ich mal. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze durchlauft, quasi die Fernbedienung auf euren Fernsehen abzustimmen, könnt dann natürlich auch darum der TV-Knopf das Ganze an- und ausschalten, bedienen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es bei mir am Monitor angeschlossen ist, das Ganze. Und natürlich habt ihr alle anderen Funktionen, die ihr von Android TV kennt. Ihr werdet euch dann heimisch fühlen oder schnell zurechtkommen, sodass ihr auch eure Settings machen könnt, was zum Beispiel die Auflösung angeht und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir mal nicht länger warten und endlich mal das ausprobieren, worauf ich auch gewartet habe, dass wir jetzt einfach mal den Dongle in Betrieb nehmen, den per USB-C an die Box angeschlossen, SAT-Kabel ran und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Ich habe das Ganze jetzt mal für euch hier aufgenommen. Als allererstes braucht ihr die Live Channels App. Normalerweise, wenn ihr einen USB-Dongle per USB-C mit eurer Box verbindet, sollte das Ganze auch schon auf eurem Homescreen landen. Falls nicht, einfach im Play Store gehen, dort nach Live Channels suchen und schon habt ihr die App, die ihr braucht. Dort wird auch der dementsprechende Dongle sofort erkannt. Ihr stellt dann ein, was für ein Land, welche Region, auf was für einen Satelliten eure Satzschüssel ausgerichtet ist, bestätigt das Ganze und geht dann in den Einrichtungsassistenten. Hier seht ihr schon, ihr habt die ganzen Einstellungen, wie ihr sie kennt. Was für ein Transponder, LNB-Typ, Unicable ist mit dabei, die LNB-Leistung. Das alles könnt ihr hier einstellen. Und wenn ihr eure ganzen Einstellungen gemacht habt, könnt ihr dann natürlich sagen, okay, ihr wollt scannen. Ihr könnt dennoch sagen, free to air oder ihr möchtet alle scannen und alle nach allen Sendern suchen. Wichtig ist aber, hier werden natürlich dann nur angezeigt und schauen könnt ihr nur frei empfangbare Sender, bevor ihr die Frage kommt. Es geht hier nur um legale, frei empfangbare Programme, die ihr auch mit jedem anderen Receiver empfangen würdet. Über eure Satellitenschüssel empfangt ihr ja auch. Ne? Ihr seht auch ganz normal beim Suchenden die Signalqualität und die Qualität des jeweiligen Senders. Das Ganze dauert natürlich, wie man es kennt, bis er das Ganze fertig durchgesucht hat. Ich habe euch hier mal am Anfang das Ganze gezeigt und dann gehen wir auch mal weiter, wo die Senderliste natürlich schon mal ein bisschen weiter ist und wo es kurz vorm Ende ist. Ihr habt das Ganze ist natürlich noch nicht sortiert und je nachdem, welche Einstellung ihr habt, ich habe jetzt hier 276 Kanäle gefunden, findet ihr natürlich mehr oder weniger. Das hängt natürlich von euren Settings ab. Ihr seht hier schon, ihr habt hier auch die Möglichkeit, Sender zu editieren, Einstellung für Aufnahmeeinstellung, Sprache, Sicherheitseinstellung, AV-Einstellung. Ihr könnt hier eine ganze Menge Settings vornehmen. Ihr seht auch schon, sieht recht ordentlich aus, die Programmübersicht. Auch die Umschaltzeiten sind meines Erachtens gut und schnell. Da gibt es auch nichts zu meckern. Und das Ganze wird dann natürlich noch umso schöner, wenn ihr das Ganze anpasst. Ne? Das ist aber genau dasselbe, als wenn ihr dementsprechend irgendwo einen Receiver habt, euch erstmal die Sender raussucht, müsst ihr natürlich auch ein bisschen nacharbeiten, eure Favoriten machen oder filtern bei der Anzeige. Es könnte auch, ihr seht ja hier unten rot, dass ihr Filter setzen könnt, was wollt ihr angezeigt haben, was wollt ihr nicht angezeigt haben. Und dementsprechend ist eure Übersicht natürlich für euch dann angepasst.
Wie gesagt, wichtig, ihr seht es auch in der Übersicht der Sender, wo ich hier durchscrolle, es sind alles frei empfangbare Sender, genauso wie wenn ihr normalen Receiver an eurer Schüssel habt, sogenannte FDA-Sender, Free-to-Air, nicht mehr und nicht weniger. Ich muss das immer betonen, weil nicht, dass es hier irgendwie zu Verwechslung kommt oder man denkt, man könne hier irgendwelche Sender gucken, die ein Abo erfordern oder wofür man Geld bezahlt. Aber das sollte eben klar sein, da erzähle ich, denke ich mal, nichts Neues. Ansonsten, was gibt es dazu zu sagen? Also ich finde das Ganze natürlich richtig gelungen und eine großartige Erweiterung. Jetzt hat man natürlich alle Möglichkeiten, die man so haben kann. Ersetzt natürlich kein SAT-Receiver, weil ich natürlich kein CE-Modul habe. Ein CE-Modul bräuchte ich natürlich, wenn ich jetzt eine HD-Plus-Karte betreiben will oder so. Ist jetzt keine Kritik, sondern nur mal so eine Anmerkung und auch für die wichtig, die sagen, na Mensch, wozu brauche ich noch einen Receiver? Also alles hat so seine Daseinsberechtigung. Und von daher kann man weiterhin auch sagen, ja, ein SAT-Receiver macht Sinn, wenn ich natürlich dementsprechend Pay-TV-Sender beziehe, dafür ein Abo habe und die dementsprechend mit der Technologie natürlich auch entschlüsseln muss, da wo ich mein Abo habe. So viel soll es gewesen sein zur FTE Maximal Android TV Box. Ich packe euch nochmal die ganzen Infos mit in die Videobeschreibung. Guckt da gerne rein, guckt doch gerne mal auf der Seite euch um und guckt euch das Ganze mal an, für den, den es interessiert. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wer den Kanal kostenlos abonniert. Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr auch informiert werdet über neue Videos. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, ciao.